Ja, servus und willkommen zum nächsten Video. Im letzten Video haben wir euch ja versprochen, dass wir das Fahrzeug euch etwas näher bringen werden und ein paar technische Einblicke geben, wie man von einem Rundstreckenfahrzeug auf ein Straightline-Weltrekordfahrzeug kommt. Dazu wird Simon euch etwas über die Elektrik vorstellen und ich, Carsten, werde euch etwas über die Mechanik, die geänderte, präsentieren. Ja, fangen wir vorne am Fahrzeug an. Der Frontflügel ist grundsätzlich der gleiche wie in der letzten Saison für die Rundstreckenfahrten. Jetzt haben wir allerdings die Konfiguration etwas mehr geändert, damit wir noch mehr Abtrieb auf der Vorderachse haben, aber sonst von der Konstruktion her keine Veränderungen weiter vorgenommen. So, nach dem Frontflügel gehen wir mal etwas weiter hinten ans Fahrzeug und da sehen wir hier diese extra für den Weltrekord angebrachte Sensorik für das Testen während des Weltrekords, und dazu kann euch Simon etwas mehr erzählen. Genau, also zusätzlich zu allen normalerweise im Fahrzeug verbauten Sensoren haben wir jetzt noch Laser-Ride-Height-Sensoren und Kraftmessdosen in den Pushrods verbaut, um Daten über das Fahrzeug und vor allem auch über den Reifen zu generieren. Und natürlich auch, um aerodynamische Kräfte zu messen und zu validieren. Ja, das nächste Offensichtliche, was neu ist, sind die Reifenheizdecken. Normalerweise ist es auf den Events untersagt, die Reifen vorzutemperieren. Durch diese professionellen Reifenheizdecken können wir jetzt aber die Reifen auf ihre optimale Temperatur bringen, um so von Start weg die optimalen Grip-Verhältnisse zu haben und unsere Kraft maximal und bestmöglich auf den Boden bringen zu können. Genau, und unter den Reifenheizdecken steckt eine weitere Neuerung für den Weltrekord, und zwar der Reifensatz und die Reifenmischung. Während wir letzte Saison noch LC0 von der Firma Huscher gefahren sind, fahren wir dieses Jahr für den Weltrekord 18 Zoll R20 von der Firma Huscher. Da haben sich bei verschiedenen Reifentests gezeigt, dass diese Reifen den bestmöglichen Grip bieten und so die maximale Beschleunigung ermöglichen. Wenn wir schon über Grip und natürlich die maximale Kraft auf der Straße sprechen, wir verwenden wie in der letzten Saison unsere eigen entwickelten Elektromotoren in der vierten Generation jetzt schon, die ein maximales Drehmoment von über 35 Newtonmeter mittlerweile bieten und eine maximale Leistung von über 45 Kilowatt und damit die optimale Bedingung voraussetzen und geben, um diesen Rekord wahr werden zu lassen. Wenn man jetzt über den Motor gesprochen hat, ist Teil des Antriebsstrangs. Und was ist noch Teil des Antriebsstrangs? Das ist der Hochvolt-Akkumulator. Und dazu haben wir auch einen neuen entwickelt, den euch Simon etwas näher erklären kann. Genau. Im Vergleich zur alten Saison ist der neue Akku ca. 25 Kilogramm leichter geworden. Gleichzeitig kann er ca. 20 kW mehr Leistung abgeben. Somit können wir eine Gesamtleistung von 180 kW realisieren, bei einer Kapazität von 2,6 Kilowattstunden und einem Gesamtgewicht von ca. 20 Kilogramm. Also die 180 kW, die muss man natürlich auch irgendwie auf die Strecke bringen, und da kommt dann die größte Baustelle beim Testen ins Spiel, die Vordynamikregelung. Da gibt es umfangreiche Anpassungen, um dann natürlich auch möglichst schnell möglichst viel Leistung umsetzen zu können. Das ist das Fahrzeug für den Weltrekord, mit 4 Elektromotoren betrieben, ein Motor pro Rad, um so ein Allrad umzusetzen, wie in der vergangenen Saison auf der Rundstrecke auch schon. Die veränderten Parameter sind jetzt, dass das Fahrzeug deutlich leichter geworden ist. Wir wiegen jetzt noch ca. 145 Kilogramm das Fahrzeug. Wir haben gleichzeitig eine maximale Leistung von knapp 180 Kilowatt. Und das ist jetzt unser Fahrzeug für den Weltrekord. Wie man zu Beginn schon mal eindeutig sehen kann, was groß auffällt, es gibt keinen Heckflügel mehr, da wir uns darauf konzentrieren, möglichst wenig Luftwiderstand zum Erreichen des Weltrekordes zu haben. Und gleichzeitig hat das Auto einiges an Gewicht im Vergleich zur vergangenen Saison verloren. Und zwar wiegen wir jetzt noch 145 Kilogramm bei einer maximalen Leistung von 180 Kilowatt. Und damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um den Weltrekord anzugreifen.
wenn euch jetzt noch interessiert, wie so ein Testtag weiter bei uns abläuft, dann bleibt dran, abonniert, wir machen jetzt weiter. Tun wir den Telefonjoker Kilian in die Leitung. Kein Anschluss unter dieser Nummer.